Herzlich willkommen zu Mike kommentiert. Heute stelle ich mich wieder euren kritischen Kommentaren. So, kurz vorweg, da die Podcasts immer tiefgreifender werden, sind manche Kommentare auch nicht in zwei Sätzen zu schreiben und ihr schreibt da immer ziemlich viel, auf das ich jetzt nicht alles eingehen kann. Ich pick mir jetzt einfach die Kernaussagen raus und ihr könnt dann einfach auf Pause drücken und euch den ganzen Kommentar durchlesen. So, hier der erste Kommentar und ich gehe gleich auf die Kernaussagen ein. So, die erste Aussage ist, dass konstruktive Kritik wichtig ist, dass sich manche nicht selbst reflektieren können. So, meiner Meinung nach, und das ist jetzt wirklich nur meine Meinung, stimmt das nicht, denn dich kann keiner reflektieren, der selber nicht in dem Gebiet erfolgreich ist, da wo du hin möchtest. Ein ganz kurzes Beispiel von mir, du möchtest dich selbstständig machen mit einer Kfz-Werkstatt und hast einen befreundeten Lehrer, der verbeamtet ist und auch Ferien hat und er gibt dir 1000 Tipps, wie du es machen willst. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass das in 99% der Fälle dein sicherer Tod ist, weil dieser Mensch das selber noch nie gemacht hat, er hat diese ganze praktische Erfahrung nicht und zitiert dir nur irgendein theoretisches Wissen, wo man gar nicht weiß, ob das auf dich anwendbar ist. Und das ist meiner Meinung nach das Gleiche, wenn du dich reflektieren lässt von Leuten, die von dieser Sache selber gar keine Ahnung haben und nichts vorzuweisen haben. So, aber das ist jetzt nur meine Einstellung und meine Meinung. Wenn du einer anderer Meinung bist und lässt dich gern von deinem Umfeld kritisieren und machst es so, kannst du das ruhig machen. Ich sag nicht, du darfst es nicht. Dann haben wir einfach eine unterschiedliche Ansicht und ist eigentlich auch nichts Großartiges passiert. Schlimm wird's dann, wenn mir Leute schreiben, dass ich meinen Fans absichtlich falsche Informationen gebe. Das ist nicht der Fall, ich bin 100% von dieser Meinung überzeugt, aber am besten probierst du es selber aus und hörst auf dein Herz oder hörst auf dich selber und dann kann nichts schief gehen. Des Weiteren steckt in dem Kommentar noch die Aussage, dass es viele Menschen gibt, die trotz Disziplinlosigkeit, wie zum Beispiel Übergewicht, unfassbar weise Tipps und Ratschläge auf Lager haben. So, Vorsicht Leute, da wird jetzt wieder meine Aussage verzerrt, denn ich habe nie gesagt, dass ein dicker Mensch zum Beispiel keine Ratschläge hätte fürs Leben. Das eine schließt das andere nicht aus. Wenn du meinen Podcast nochmal anschaust, dann erkläre ich da drin, dass es eine Frau gibt, die selber dick ist und sich absichtlich gehen lässt, die wo gar keine Anstalten macht, irgendwie abzunehmen, aber dann diese Frechheit besitzt, mir zu sagen, so und so funktioniert das Leben, so und so funktioniert Disziplin und so, das ist Ausstrahlung und so musst du ausschauen, dass du auf der Bühne gut wirkst. Und da ist das mit Sicherheit genau die falsche Ansprechpartnerin. Das gleiche wäre ein Fitnesstrainer, der wo total dick ist, sich gehen lässt und dir erklärt, wie du abnehmen müsstest. Ich sage aber in meinem Podcast nicht, dass ein dicker Mensch keine weisen Ratschläge auf Lager hat. Das habe ich nie ausgeschlossen. Es ist auch okay, wenn einer sagt, okay, ich bin etwas dicker, weil mir schmeckt's einfach, ich esse für mein Leben gern. Dann ist das doch ein Statement, aber der wird dann wahrscheinlich auch nicht losziehen und dir sagen, so und so musst du abnehmen. Das ist dann wahrscheinlich kein gutes Vorbild, wenn du jetzt abnehmen möchtest oder an Erfolg arbeiten möchtest, wenn derjenige sich nur gehen lässt und keinen Erfolg hat. Das ist das Einzige, was ich sage in dem Podcast und von was anderem war nie die Rede. So, der nächste Kommentar kommt wieder mal von Frank und er sagt, wenn 99% aller Kritiker hier scheiße sind, dann bekommst du bald weniger als einen Kommentar. Er verzerrt auch die Aussage, ich habe niemals gesagt, dass 99% aller Kritiker scheiße sind. Ich habe gesagt, 99% der Kritik, die ich bekomme, die du bekommst, ist für den Arsch. Aber das hat ja nichts mit dem Kritiker an sich zu tun, also mit der Person, die Kritik ausübt. Allerdings muss man sagen, er hat auch in gewisser Hinsicht recht, weil die Leute schreiben viel lieber negative Kommentare oder wenn sie was zu meckern haben, positive Kommentare schreibt man bei Weitem nicht so gern. Und da muss ich mich selber an der Nase fassen. Also ihr kennt zum Beispiel das Versandhaus Amazon, ich bestelle mir da auch ab und zu was. Und wenn man seine Ware bekommt und ist zufrieden, dann interessiert einen das gar nicht mehr so großartig. Also ich gehe dann meistens nicht rein und schreibe dann, boah, ich war super zufrieden. Aber wenn irgendwas nicht passt und man furchtbar unzufrieden ist, dann geht man hin und schreibt das rein. Das ist einfach so ein bisschen so die Mentalität von den Menschen. Man schreibt viel lieber negative Sachen, bevor man mal sagt, was gut ist. Aber es gibt einige Fans, die das schon machen und da kommen wir jetzt auch gleich zum nächsten Kommentar. Und der kommt von Marc, der schreibt, hey Mike, der Podcast heute trifft den Nagel auf den Kopf. Du sprichst mir total aus der Seele. Ich habe das auch erlebt mit den Abwenden von sogenannten Freunden. Also wie gesagt, heute besonders die Daumen hoch. Vielen Dank, lieber Marc. So, genug ausgeruht, wir wenden uns wieder den kritischen Kommentaren zu und da kommt einer vom Jörg, der ist, wie ich das so sehe, ein Freund von Frank und der schreibt, ich beobachte dich schon lange, da hier Freunde des Öfteren Kritik üben. Nein, tun sie nicht, sie drängen Meinung auf, also wenn du jetzt den Frank meinst. Deine Definition zu Kritik ist schon der Hit.
Ja, lieber Jörg, kannst du das ein bisschen ausführen? Wie meinst du das? Ist schon der Hit. Also da steht jetzt nichts weiteres dabei. Vielleicht kannst du das nochmal genauer erklären. Aber das, was du als Freunde beschreibst, ist eine Lachnummer, okay? Du hattest wahrscheinlich nie echte Freunde. Tut mir leid für dich. Aber lieber Jörg, es könnte auch einfach sein, dass du dich noch nie abgehoben hast von deinen Freunden, dass du einfach so im Mainstream von deinem Freundeskreis mitschwimmst und selber auch noch nie erfolgreich warst und daher meine Aussage nicht beurteilen kannst. Vielleicht solltest du mal etwas mehr aus deinem Leben machen und dann können wir wieder drüber reden. Aber du musst es natürlich nicht machen, das ist kein Muss, aber dann brauchst du da auch nicht mitreden, wenn du keine Ahnung hast. So, jetzt zum Schluss, damit der Podcast nicht zu lang wird, habe ich jetzt nochmal einen mega langen Kommentar. Ich pick mir jetzt da eine Aussage raus. Und zwar geht es auch um das Thema Kritik und er schreibt da, oder um es mal an einem anderen Beispiel festzumachen, ein Maurer baut dir eine Wand. Diese Wand ist krumm und schief. Hast du dann das Recht, ihn für seine Arbeit zu kritisieren, obwohl du selbst kein Maurer bist? Also meiner Meinung nach hat das mit Kritik nichts zu tun, das ist eher eine Beschwerde, weil wenn ich sage, ich will eine Mauer gebaut haben und habe da eine Vorstellung, gehe zu dem Maurer hin und sage, kannst du das so umsetzen, meistens gibt es auch einen Vertrag und dann ist die Mauer krumm und schief, was sie nicht sein sollte, dann bezahle ich es nicht und beschwere mich und sage, du hast da keine gescheite Arbeit geleistet, weil das nicht fertig ist, das ist aber keine Kritik. So, jetzt erkläre ich, was Kritik wäre. Wir gehen jetzt zurück zu unserem Maurer. Ich habe meine Wand bekommen, die ist gerade, ich bin voll zufrieden. Aber der Maurer hat 2 Wochen länger gebraucht. Das war mir jetzt als Kunde wurscht, weil ich Zeit hatte. Und er hat jetzt zum Beispiel eine zu kleine Maurerkelle hergenommen und hat dann 2 Wochen länger gebraucht. Was wäre jetzt eine Kritik? Wenn jetzt ein anderer Maurer kommen würde, der schon erfahrener ist wie er und sagt, hey, nimm einfach eine größere Maurerkelle her und zeig ihm, dass es das und das gibt. Und dann nimmt er das her und schafft die gleiche Arbeit in der halben Zeit. Dann wäre das konstruktive Kritik, weil ihm jemand gesagt hat, so kannst du es besser machen und er spart sich dadurch einen Haufen Zeit. Bloß mir als Endverbraucher ist das scheißegal. Sofern meine Mauer gerade, stabil und in Ordnung ist, ist mir das egal, wie umständlich er die mauert oder ob er das in kürzerer Zeit macht. Nur ich als Laie könnte ihm keinen Tipp geben, weil ich sehe eine kleine Maurerkelle, eine große und ich habe keine Ahnung, was wo angebracht ist. Mich interessiert einfach nur, ob die Mauer dann hinterher stabil ist und passt. So, ich denke, das reicht für heute. Ich habe noch viele andere Fragen bekommen per Mail und so weiter. Da gehe ich dann nächsten Donnerstag weiter drauf ein und wir sehen uns dann am Sonntag schon wieder zum Podcast. Ich wünsche euch was, macht's gut.